Warte mal, was passiert? Katze und Feuer. Keine gute Idee. Wir probieren es aber trotzdem aus. Moin Leute, herzlich willkommen zu einem ganz, ganz speziellen Spiel, meine Damen und Herren. Und zwar Play with Gilbert. Da sehen wir ihn. Dieser kleine, weiße, süße Fratz, das ist der kleine Gilbert. Und ich war schon mega lange auf der Suche nach einem Katzensimulator. Aber irgendwie, ich habe auch keine Ahnung, gibt es keine Nachfrage von Katzensimulatoren? Ich stelle mir das eigentlich mega cool vor. Aber das Spiel ist vor einem Tag rausgekommen und da dachte ich mir, okay, das Ganze kommt dem Ganzen schon ziemlich nah. Deshalb spielen wir heute mit Gilbert. Wir starten das Tutorial. Das habe ich eben gerade schon mal so ein bisschen angetestet. Wir müssen jetzt hier gleich ein paar pinke Fische uns schnappen. Das ist unsere Aufgabe. Und hier vorne ist auch so ein komischer Willi. Hallo. Guten Tag. Batz. Batz. Oh. Batz. Hä? Ich kann dich doch... Ach so, warte. Ich muss erstmal die anderen pinken Fischis mir schnappen. So, genau. Das ist alles relativ easy. Jetzt wird es aber hier ein bisschen anstrengend, denn ich brauche das perfekte Timing mit Gilbert. Ich muss hier und... Okay, verkackt. Warte, kein Problem. Komm, Gilbert. Wieder nach hier hinten und ich muss frühzeitig abspringen. Und da ist das. Genau, und jetzt läuft die ganze Zeit so richtig weirdo rum. Also ich habe ja nicht so viel versprochen. Das Spiel ist sehr, sehr speziell. Hä? Vor allen Dingen, warum trägt die Flipflops? Was ist mit der los? Was hat Gilbert mit ihr gemacht? Ich habe das Gefühl, dass mit Gilbert auch nicht ganz... Also, ich weiß es nicht. Vielleicht stimmt mit dem auch irgendwas nicht. So, jetzt komm doch mal her. Her! Komm, Gilbert! Fass! Jetzt? Komm. Jawohl. Gilbert hat... Jetzt hör doch mal auf! Und gib mir meinen Fisch! Ja, komm. Gilbert? Das kann doch nicht wahr sein. Diese Frau mit den Flipflops. So? Jawohl! Jetzt habe ich das Ding. Great work. Okidoki. Jetzt muss ich noch 4 Kiddies finden, die irgendwo im Gym versteckt sind. Hier sind aber keine Kiddies. Hallo? Doch da! Hi! Guten Tag! So, ich habe die einen habe ich gefunden. Oh, da muss ich wahrscheinlich ein bisschen miauen. Soweit habe ich das jetzt auch noch nicht gespielt. Hallo! Du bist aber süß. Guten Tag, ich bin Gilbert. Vielleicht hier? Ja! Da sind die beiden mit den Hüten. Perfekt, ich habe die 4 Kiddies gefunden. Und was können wir jetzt machen? Jetzt spielen wir alle zusammen wie so eine Gang, die die Stadt erobert. Spielen wir mit den Sachen. Habe ich es geschafft? Alter, das ist wirklich wie eine Katzengang. Was geht ab, Leute? Können wir jetzt hier... Dann lasst uns mal rausgehen. Zack. Also ich kann jetzt hier zum Exit gehen. Aber normalerweise beendet das Tutorial immer. Jungs, ich hoffe, das ist richtig. Ich hoffe, ich muss das Tutorial jetzt nicht gleich nochmal machen. Jungs, bitte. Okay, Gilbert geht jetzt hier rein. Okay, ihr kommt alle mit... Das ist so süß. Ach, Mann. Okay, ich bin gespannt. Ey, wenn da jetzt wieder Tutorial steht. Ja! Ich hab's geschafft! Die Bande ist da, weil jetzt müsste ich nämlich... Jawohl! Ich möchte nämlich meine eigene Katze erstellen. Perfekt! Und die Katze heißt natürlich P. Diesel. Okay. Und jetzt kann ich hier nämlich alles perfekt einstellen. Wie soll denn meine Katze aussehen? Ich glaube, ich mache eine schwarze Katze, weil wir hatten früher eine Katze und die war auch komplett schwarz. Die hieß Ruby. Next. Oh ja, genau. Er soll was Cooles haben. Ja! Alter, ist die Katze cool. Golden Cat Bell? Ja, ein bisschen bling bling. Nee, wenn schon Gold. On his face? Alter. Funny Mustache? Nee. Meine Katze kriegt auf jeden Fall eine geile Sonnenbrille. Junge, wenn das nicht die coolste Katze im Hood ist, dann weiß ich aber auch nicht. Dann. Oh, Gilbert's Neighborhood? Timmy Tommy's House? City Park? Play Gym. Nee, hier im Neighborhood. Jo, ich muss doch representen. Die Leute müssen doch wissen, wo ich rumsteppe. How many minutes per day? Nö, das passt. Play with P. Dizzle. Jetzt bin ich gespannt. So weit war ich nämlich auch noch nicht. Aber das ist nice, Alter. Jetzt bin ich nämlich P. Dizzle und nicht mehr Gilbert. Aber wieso heißt das Spiel so? Genau, meine Aufgabe ist jetzt wieder, hier ein paar Fischis zu sammeln. Hallo. Ah, und ich muss 16 Katzen auch gleichzeitig noch finden. Und hier ist ein Fischi. Okay, hallo. Ach so, jetzt ist der auch direkt in meiner Gang drin. Das Einzige... Also, ich weiß nicht, ob es nur mir so ein bisschen auf den Keks geht, dass die ganze Zeit rummiauen. Also, warte mal, hier kann ich raus. Das sieht aber eigentlich ganz geil gestaltet aus. Also, dieses Haus.
Was soll ich denn mit dem Ball machen? Mit dem kann ich nichts machen. Okay. Jungs, dann lass uns hier versuchen zu flüchten. Ich glaube, das machen wir über die Feuerleiter. Hier, wartet. Genau, hier kommen wir aufs Dach. Kommt mit. Okay, kommt doch nicht mit. Wir fallen hier... Oh, ich hab's geschafft. Ich bin frei, meine Damen und Herren. Da ist ein Fisch. Aber wie... Achso, da muss ich nur hier. Einmal hier drauf, zack, und schon habe ich den Fisch. Aber ich will hier das mal ein bisschen erkunden. Oh Gott, ich dachte, ich stecke hier eben fest. Wo sind denn hier? Hallo, Katze. Hier vorne sind auch wieder Menschen. Hallo, Sir. Ich, hallo. Ey, der sieht so aus, als könnte er bei mir im Hut sein. Da ist wieder, ey, ihr kennt doch sicherlich alle Naruto, oder? Die rennt doch astrein wie eine aus Naruto. Bleib stehen. Komm her. Ich krieg dich. Komm schon. Vorsicht, Katzen. Die haben mich geblockt. Ihr steckt doch mit dem unter einer Decke. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Ich krieg dich. Nein, 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 nein. Hier kommst du nicht mehr raus. Batz. Komm, gib mir das. Ja, ich hab den goldenen... Jawohl, der goldene Fisch ist mein. Congratulations, Gilbert. Ich heiße Bedizzle. Ich bin nicht mehr Gilbert. Gilbert ist... Keine Ahnung, den haben wir... Ich wollte gerade sagen, den haben wir einschläfern lassen. Das war jetzt aber schon ein bisschen makaber. Nee, nee, Gilbert geht's gut. Achso, und es geht dann scheinbar auch darum, einfach so eine Katzengang zu machen, um tatsächlich die Stadt zu erobern, um die Menschen aus der Stadt zu vertreiben, um hier ein Katzenparadies auszumachen. Hey, Leute! Jawohl, jetzt habe ich schon 7 von 16. Aber hier muss ich irgendwie... Ich muss ins Restaurant. Oh. Ich glaube nicht, dass das die Behörde so gerne sieht, wenn so Katzen... da drin sind. Ich meine, es ist ja manchmal schon problematisch, wenn man mit dem Hund irgendwo in ein Restaurant geht. Aber stellt euch mal vor, jemand geht da mit einer Katze rein. Ich weiß nicht, ich habe auch schon mal so ein Video gesehen von jemandem, der seine Katze so an der Leine geführt hat. Habt ihr eine Katze? Aber ich meine, normalerweise machen Katzen, also sie mögen das ja überhaupt nicht. Auch so ein Halsband ist für die immer problematisch. Also unsere Katze hatte nie ein Halsband. Die war auch eigentlich fast immer draußen. Das finde ich, ist eigentlich auch immer am coolsten, wenn man eine Katze hat, mit der man auch, also die dann auch draußen leben kann, wenn man halt ein Haus hat, etc. Da fühlen die sich auch einfach am wohlsten. So eine Katze, die den ganzen Tag eingesperrt ist. Obwohl, da ist es natürlich immer problematisch, weil einerseits kennen die es auch nicht anders. Aber eine Katze hat doch hundertprozentig auch einen Freiheitsdrang. Wer bist du? Ui, hallo! Warte, warten Sie, Mies. Ey! Kannst du mal aufhören, auf meinen Katzen rumzutreten? Was macht sie denn da? Hör auf! Spiel sie da ein bisschen Breakdance. Was ist das denn für eine? Die sieht ja ganz, ganz komisch aus. Und sie hat auch, glaube ich, ganz, ganz große Probleme. Alter Falter. So, ich hole mir jetzt hier erstmal ein bisschen Fischi. Zack. Wo gibt es denn noch Fischi? Jetzt ist ein bisschen nervig, dass die Katzen mir alle hinterherlaufen. Vor allen Dingen, wo gibt es denn noch welche? Ich gehe hier an dem Stoppschild vorbei. Alter, da drin! Was leuchtet da? Seht ihr das? Obwohl, ich glaube, das ist nichts Großartiges. Warte mal, hier kann ich noch längs. Oder ist hier Ende Gelände? Gucken, nee, sieht... Oh, nee, nee, obwohl, exit the park, ja, ja, warte mal. Dann gucken wir noch mal woanders und gucken, was es da noch so gibt. Weil es war ja nur das Neighborhood, das Gym haben wir auch schon. Oh, wo bin ich jetzt? Hier kann ich noch ein bisschen was einsammeln. Ja, ja, Yumi. Oh, nee, nee, nicht exit. Jetzt bin ich scheinbar irgendwo in einem Park. Hey, ich muss sagen, also das Spiel ist natürlich, es ist gewöhnungsbedürftig, aber von der Grafik her habe ich schon bis dato deutlich schlechtere Simulatoren gespielt. Also das muss ich ja einfach mal zugeben, weil das sieht so ein bisschen aus hier auch wie der Central Park in New York. Ich weiß nicht, ob jemand von euch, kannst du schwimmen? Nein, kannst du nicht. Okay, unglaublich, weil das ist so eine Katze. Katzen mögen vielleicht kein Wasser. Oh. Ein Karnegel. Guten Tag, Sir. Ich bin Bedizzle. Kann ich dich... Nee, du stehst hier einfach nur rum. Und ich kann dich scheinbar... Hä? Oh Gott, was macht er jetzt? Will er Beef? Nö. Er läuft einfach nur weg. Ja, kann er ja ruhig, um Gottes Willen. Also, ich hab ja kein Problem mit so einem Hasen. So ein Hase kann ja tun und lassen, wie er lecker lustig ist. Aber ich muss ja hier meinen Fisch hier einsammeln. Vor allen Dingen, ich sehe hier auch gar keine Katzen. Die sollen sich angeblich, das sehen wir bei der Tatze, 12 Katzen befinden. Warte mal, kann ich nicht... Junge, wie soll ich... Hä? So, warte mal, da ist ein Stück Fisch. Aber seht ihr das Stück Fisch da ganz oben? Wie komme ich da hin? Gibt es hier eine Art Trampolin?
Oder ein freaking Helikopter? Ein Katzenhelikopter wäre natürlich sehr praktisch. Was ist das? Eine Schildkröte! Hi! Hallo, Sir! Guck mal, ich kann auf dem einfach rumsteppen. Ist natürlich, also wer kennt's nicht, mitten in der City, in der Stadt, da ist einfach mal so eine Schildkröte. Aber wie komme ich zu diesem einen Ding ganz oben? Ich verstehe das einfach nicht. Der Heißluftballon! Ja, toll, aber wie komme ich zu dem freaking Heißluftballon? Das ist ja nochmal eine ganz andere Frage. Hier komme ich auch gar nicht durch? Hä? Ah, warte, ich brauche vielleicht Speed. Ja! Warte, der Heißluftballon, der fliegt da irgendwo rum. Aber wo landet der? Weil der landet vielleicht an irgendeiner Stelle, wo er mich abholen könnte. Und dann fahre ich von da aus. Da läuft doch wieder jemand. Da habe ich doch wieder... Da! Komm her! Miss Flipflop! Dich kriege ich. Bleibst du stehen? Jawohl! Tja. Congratulations. Ja, ja, der Golden Fishy, den kriege ich irgendwie immer. Aber ich möchte wissen, wie ich zum Heißluftballon... Hier ist wieder die komische. Und hier wird scheinbar... Oh, Kokosnuss verkauft. Mmm, lecker. Oh, auf eine Kokosnuss hätte ich jetzt auch richtig Bock. Ich habe nämlich echt Kohldampf. Ich habe mir auch noch nichts zu essen gemacht. Ja, okay, ich würde... Okay, ich hatte vielleicht heute... Ich habe mir so ein bisschen Müsli gemacht. Aber das hält auch irgendwie nicht so wirklich satt. Also da ist man... Die Sättigungsgrad von so einem Müsli... Das ist jetzt nicht unbedingt die Krönung der Schöpfung. Warte mal, ich gehe jetzt mal quit to menu. Ich gehe mal wieder mit Gilbert zurück. Nee, ich bin ja P-Diesel. City Park. Timmys und Tommys Haus. Da gehe ich jetzt nochmal rein. Weißt du, man kann bei Timmy und Tommy, da kann man schon mal kurz reinsteppen, um zu sagen, hey Leute, ich bin's, eure Lieblingskatze, was geht ab? So. Läuft bei dir, Alter. Geiles... Ach, da ist wieder die. Ja, komm, gib mir den Golden Fishy. Hä? Hallo? Dankeschön. Was geht hier? Okay, er hat ein cooles Fahrrad. Dann haben die zwei coole Fahrräder. Oh, guten Tag, Sir. Bist du mein Meister? Nein? Okay, dann gehe ich wieder. Alter, das sieht... Also, ich meine... Das könnte jetzt auch so Hello Neighbor oder so von der Grafik her sein. Vielleicht sogar ein Ticken besser. Ich meine, guckt euch das Feuer... Warte mal, was passiert? Katze und Feuer. Keine gute Idee. Wir probieren es aber trotzdem aus. Oh, passiert nichts. Jungs, haltet euch weg. Nicht, dass ihr zu nah beim Feuer seid, ne? Ja, ja. Ey, die eine Katze guckt aber auch ein bisschen komisch. Als würde er direkt in meine Seele gucken. So, ich gucke jetzt hier nochmal nach oben. So, zack. Nee, das ist im Grunde ein ganz normales Haus. Hier gibt es keinen Katzenkeller. Oh. Schade, das sah eben so ein bisschen aus wie ein Aufnahmesetup. Aber es ist scheinbar einfach nur ein ganz normaler Raum. Oh, hier ist so ein Hochbett. Ich hatte früher auch ein Hochbett. Das hatte ich, glaube ich, schon mal erzählt. Und da bin ich runtergefallen. Und hab's geschafft, indem ich zweimal da runtergefallen bin, mir den Arm zu brechen. Das eine Mal war aber auch korrupt. Da hat mich meine... Wir hatten eine Nachbarin, mit der habe ich oft gespielt. Und die hat mich da rausgeschubst. Und dann habe ich mir den Arm gebrochen. Und ihre Story der Geschichte war anders als meine. Aber bis zum heutigen Tag bin ich mir hundertprozentig sicher, dass sie mich geschubst hat. Unglaublich, meine Damen und Herren. Unglaublich ist aber auch, dass wir am Ende der heutigen Folge angelangt sind. Es ist einfach ein kleiner Einblick in Gilbert. Eine kleine Version eines Katzensimulators. Und wie gesagt, es hat wahrscheinlich nicht jeden interessiert. Nicht jeder ist so ein großer Fan von Katzen und von Leuten, die komisch aussehen in grünen Shirts. Aber mir hat's gefallen. Leute, lasst eine kleine Bewertung da und habt jetzt alle noch einen traumhaften Tag. Haut rein. Ciao, ciao.